Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. So, der dicke alte Mann ist wieder hier zurück an dieser Minensiedlung. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, waren wir da schon drin? Ich glaube noch nicht, ne? Wir sind ja vorher. Genau, wir haben uns hier drüben mal ein bisschen umgesehen gehabt. Dann wechseln wir mal vor. Sie ist aber auf den Baseballschläger. Jetzt wäre es natürlich doch praktisch, wenn ich Machete und Schild hätte. Oh, wir sind hier nicht allein. Oh. Wisst ihr, was ich mal jetzt mal probieren möchte? So. Wenn der nämlich so da steht, dann müsste es doch machbar sein, den zu sneaken. Ich habe ja gerade gespeichert, zur Not muss ich nochmal laden. Ich muss aber vorsichtig aber gucken, dass da nicht nebenan noch einer steht. Boah, wie der zum Beispiel. Okay. Das würde dann so nicht funktionieren. Jungs, Jungs, alles gut, alles gut. Ich gehe ja schon weg. Alter, sind das viele! Wie viele Pfeile habe ich noch? 10. Könnte ein bisschen witzig werden. Gehst du zurück? Aus. So ist fein. Moment, das ist ein Hunting Arrow. Wir nehmen mal zuerst die Basic Woodens. Zur Not muss ich noch mal gucken, ob ich ein paar Stickies dabei habe. Ob ich ein paar Stickies dabei habe und mir noch mal welche schnitze. Bleib doch einfach gleich drinne. So. Mal gucken, ob ich die jetzt noch wieder bekomme, die Pfeile auf die Schnelle. Mich hier so ranschleiche. Aber wenn ich mich ranschleiche, kommen sie ja aus den Nachbarräumen nicht raus, oder? Also nicht rausgestürmt, meine ich. Meins? Meins? Mal gucken, was der bei sich hat. Oh, sehr schön. Also ich würde definitiv sagen, dass hier eine fette Party abgegangen ist. Die sind wahrscheinlich glücklich gestorben. Oh ja. Lauft nur, lauft nur. So. Na, kannst du bitte mal gerade laufen? Danke. Hey! Das Wesen mal humpeln können aus Nettigkeit, ja? Da schießt man ihm schon ins Bein und der rennt, als wäre nichts. So. Das waren jetzt nochmal 3 Pfeile, ne? Dann die guten Hunting Arrows. Oh, Ducktail, sehr schön. Aber. Ah, gut. Ja, gut, ich muss gestehen, das war kein so guter Treffer, wie ich jetzt im Nachhinein gesehen habe. Oh. So, müssten also noch 2 übrig sein, ne? Wartet mal eben, ich muss mal eben. Ach, nicht equippen. Add Arrows. So. So, der eine müsste noch 2 Pfeile von mir drin haben. Hallo? Na? Ey, Fischfresse! Ja, komm noch ein Stück raus, dann kann ich dich besser looten. Dankeschön. Oh, Salz, sehr schön. Zurück mit euch. Aus. Oh, das ist noch ein dritter. Der hat aber noch einen Pfeil von mir. Den hätte ich gerne wieder. Oh, Moment, wir sind hier falsch. Stimmt. Oben rüsten. So, und jetzt her damit. Gib mir meinen Pfeil zurück. Ich sehe ihn doch da stecken. Mist, daneben! Will mal gucken, wie weit ich das Spiel jetzt hier austricksen kann. Aber gut, dann wird das jetzt wohl so nix. Aber interessant, dass der dann immer noch mal zurückläuft. Haben wir hier noch irgendwo einen Seiteneingang? Dass man da auch noch reinschießen könnte? Sieht nicht so aus, ne? Hintereingang auch nicht. Kann die jetzt höchstens ein bisschen verrückt machen, indem er rumläuft. Und sie dann versuchen, von vorne wegzusneaken. Wegzuschmatzen. Na, komm her, komm, komm. Ja, komm. Okay, das wird so nix. Ey, das war
waren auch mehrere Kopftreffer. Was? Aber interessant ist, dass wir keine Verletzung davon getragen haben. Ah, unsere Schutzweste ist aber weg und unser Helm hat ziemlich gelitten. Natürlich ein Nachteil. So, add the arrows. Da fehlt aber wieder einer. Sag mal, habe ich hier nicht so ein paar Stickies dabei? Habe ich hier nicht irgendwie was so in der Richtung gefunden gehabt? Ich weiß, ich habe hier noch ein bisschen was drin, aber ist ja bloß der eine hier. Na gut, dann muss ich jetzt halt Speere nehmen. Das ist mir sonst zu schade um die Pfeile, ehrlich gesagt. Ah, der läuft gerade ein bisschen zu schnell hier, aber... Oh, den haben wir. Was ist aber noch was zum Nachladen reinziehen. So. Vielleicht cool, wenn ich hier drinnen irgendwo raufklettern könnte, wo die nicht rankommen, ne? Na? Ich höre dich doch da rumlaufen. Komm raus aus der Ecke. Jo. Oh, falsche Taste. Einer ist auf jeden Fall noch. Mindestens. Es hört sich immer so an, als wäre da rechts noch irgendwo jemand, aber da ist keiner. Oder hat das Ding noch eine weitere Etage? Na, vielleicht so eine Art Dachboden. Ah, verdammt. War eigentlich aufgepasst. What? Alter, das muss doch wehtun mit so einem Speer im Kopf. Okay. Halt still. Geht doch. So, das waren sie jetzt aber hoffentlich alle. Nee, da ist immer noch einer. Ey, das gibt's doch nicht. Krass, wie viele das sind, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Zum Glück habe ich welche auf Vorrat gemacht hier. Wenn ich selber jetzt nochmal den Pfeilen hinbekommen würde, aber es kostet dann halt wieder so viele Federn und Eisen und was nicht alles. Jawoll! So, noch jemand? Ey, Tatsache, da ist noch jemand drin. Das ist doch echt nicht mehr normal. Ach Quatsch. Falsche Taste, Entschuldigung. Ich habe meinen Stuhl heute mal ein bisschen höher gestellt, dementsprechend ist meine Armhaltung ein bisschen anders, damit mir nicht ständig die rechte Hand einschläft. Durch dieses Gelpolster hier. Und dementsprechend ist es aber auch die linke Hand ein bisschen anders als normalerweise. Man ist ja so ein Gewohnheitsmensch, ne? Das sind noch ein paar mehr. Buchte jetzt hier voll oder was? Ah, nee, speichern wäre jetzt sehr unpraktisch. Oh, sehr schön. Ach. Ach! Was mache ich denn hier, ey? Muss die auf jeden Fall noch alle ein bisschen vermöbeln, dann, sobald wir hier fertig sind, um an die Pfeile ranzukommen, die jetzt noch in denen drinne stecken, die aber verdeckt sind. So wie dieser hier. Jetzt wäre natürlich eine Granate sehr praktisch. Die wir aber gerade dummerweise nicht haben. Eine Granate in so eine Gruppe ist natürlich tödlich, ne? Bitte ein paar Kopftreffer. Das war schon mal gar kein Treffer. Das war auch kein Kopftreffer. Den haben wir jetzt automatisch getriggert, wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen schade um den Pfeil. Oder auch um diesen Pfeil. Ist aber... Geht doch. Wir merken uns also, hinten an der Wand stecken nur ein paar Pfeile drin. Die hätte ich auch gerne wieder. Ich sollte nur vorsichtshalber mal vorher Speere in die Hand nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit so einem Speer auch blocken kann. So, die beiden sind jetzt nicht getriggert, das ist schon mal gut. Weil Speer
Oh, die haben aber gut Loot dabei. Salz wäre mir bloß wichtiger, ehrlich gesagt. So. Boah, was? Die Luke geht nicht auf. Aber es ist eine schöne Küche, ne? Kann man nicht meckern. Schöne Arbeitsfläche. Obwohl ich mich frage, wer da oben rankommen soll. Steht nicht mal in der Leiter. Na gut, wir müssen wieder ein bisschen im Sneaky-Modus weitermachen. Könnte ich mir nicht einfach die Statue schnappen und die schmeißen? Was liegt da eigentlich auf dem Tisch? Was ist das? Ach, ein Bücherstapel. Habe ich von Weitem gerade nicht so erkannt. Hier ist nichts mehr auszunehmen. Jetzt frage ich mich sowieso, ob das sich jetzt überhaupt hier lohnt. Wenn nicht, dass es hier nicht zu plündern gibt. Obwohl ich da schon so eine Kiste sehe, die da oben drauf steht. Die kann man ja auseinanderschlagen. Ist so irritierend, dass sie noch so weiter hochgehen. So. Wenn es nur einer ist, mache ich das gerne auch mal so. Aber wenn es mehr ist. Oh, stimmt, ich bin wieder voll. Was? Da läuft noch einer drin rum. Oh nein, jetzt fange ich schon an zu verschwinden. Nicht, dass meine Pfeile mit verschwinden. Der da unten noch rumzappelt. Zack. Zack. Lieber wieder im Schleichmodus versuchen. Ach, der wird im Nachbarraum sein. Ja, hier gibt es keine Tür. Uah! Der hat mich jetzt echt erschrocken. Der kleine Schlingel. Würde ich so gerne mit dem Messer einfach sneaken. Aber wenn hier noch mehr als einer ist, dann habe ich keine Ahnung, ob das wirklich so klug wäre. Aber gleich. Vielleicht kriegen wir sogar einen Kopftreffer. Als wäre er gegen eine Wand gelaufen. So, war es das dann jetzt, ja? Hallo? Hallo? Oh, hier gibt es noch einen Keller. Ach ja, stimmt. Ist aber dunkel da unten. Geht's da wirklich unten rein? Oh, Leute, ich bin so gespannt. Jetzt gehe ich erstmal die ganzen Speere zurückbringen und ein bisschen Loot loswerden. So. Und mit Glück finde ich doch noch meine Pfeile wieder zurück. Das wäre jetzt sehr praktisch, weil das waren jetzt wenig, die ich da jetzt versammelt habe. So, die können hier drin bleiben eigentlich. Noch irgendwas zum Reinlegen? Nee, Quatsch. Moment, das machen wir anders hier. Und ein bisschen Essen. Das war eigentlich für mich unterwegs, oder? Glaube ich. Ne? War noch ein bisschen Mischmasch. Mehr oder weniger. Ich weiß, ich hätte auch da mit der Schrotflinte wie ein Berserker durchballern können, aber es war mir dann doch nichts, ehrlich gesagt. Immerhin haben wir ja nicht ewig so viel Munition wie jetzt im Moment. Oh, Hunger und Durst haben wir auch. Mal einen kleinen Schluck und dann können wir die Kartoffeln erstmal wegsnacken. Obwohl ich damit gerne mal versucht hätte, die Hühner zu füttern. Andererseits, bis wir einen Huhn haben und der Zaun ringsherum erstmal steht und so, bis dahin sind die vergammelt. So, noch ein bisschen Büffelammo. Die Axt nehmen wir automatisch sowieso mit. Gut. Dann wollen wir noch ein bisschen Add Arrows machen hier. So. Oh, ich habe eine Wunde. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder eine Lebensmittelvergiftung haben, nur weil ich Kartoffeln gegessen habe, die im guten Zustand waren. Das wäre jetzt echt fies. So, noch fieser ist, dass wir jetzt keinen mehr zum Verprügeln hier haben. Wo wir uns Pfeile rausziehen könnten. Also muss ich davon ausgehen, dass sie doch Schrott gegangen sind. Oh. Kann man aus denen noch Sachen rausprügeln wieder oder was? Uah,
Boah, was? Pro Schlag über ein? Haltbarkeit? Ein bisschen sehr heftig. Schon wieder Durst gehabt. Sag mal. Doch eben erst getrunken. Oh. Na, nun gucken wir mal, ob und was es hier noch so Schönes gibt. Aber ich nehme mal stark an, dass das hier schon alles ausgelootet wurde und dass die Zombies sich jetzt hier bloß noch breit gemacht haben, weil es hier drinnen dunkel ist. Aber schön, dass Rati hier drüben so viel weitergearbeitet hat in der Stadt. Und dass man hier jetzt so viele neue Sachen auch findet. Ernsthaft. Nicht mal Schnaps? Oder ein Revolver? Und eine Leiche daneben? Das wiederum fällt mir gerade ein, erstaunt mich ja sowieso noch. Man kann die Viecher hier töten, diese Zombies. Aber es gab hier anscheinend niemanden, der sich vorher ein Ende gesetzt hat, um nicht zu so einem Vieh zu werden. Das sieht man ja normalerweise in jedem einzelnen Endzeit-Szenario, nur hier irgendwie nicht. Aber gut, vielleicht sind das halt so kleine Details, wo sich Rati denkt, die macht er lieber später, als jetzt schon. Das ist so irritierend, dass die Hitbox schon angezeigt wird, aber ich nicht, noch nicht looten kann. Apropos. Erstmal hier noch die Waschküche durch. Sieht genauso schlecht aus. Wo hier haufenweise Chemikalien stehen, können wir uns keine Bombe basteln. Kommt da gerade Nebel? Nebel? Kein Nebel. Nebel? Kein Nebel. Huch. So, dann jetzt bin ich mal gespannt. Light on. Überschleichen. Das ist schon cool, oder? Die haben sich hier richtig Räume eingerichtet. Deswegen waren das hier so viele Zombies. Die sind hier alle mal einfach krepiert. Das muss irgendwie so eine Ansammlung von Überlebenden gewesen sein. Die es ja noch irgendwie versucht hatte. Oh, hallo Köfferchen. Die es ja noch irgendwie versucht hat, aber halt nicht mehr schaffen konnte. Boah, das wäre so ein gutes Sniper-Versteck gewesen. Also, für das Sniper-Gewehr. Oh, Militärkoffer. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Wer ruft denn jetzt an hier? Nee, jetzt nicht. Ihr wisst, es ist Wochenende und dass ich was vorhabe. Oh, Hallöchen. Nein. Kennt ihr die Leute, die einfach nicht merken, wenn man weggedrückt wird? So, das Militärköfferchen möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Mich nur vorher noch in dem Raum hier umgucken, ob wir noch was Wertvolles finden. Das gibt's doch nicht. Und die Schränke auch nicht, ne? Nee. Sonst hätte man hier echt viel Holz mitnehmen können. Da sind wir gekommen, okay. Aber es ist krass, wie dunkel das hier unten ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Rati später noch hier, sogar hier unten noch Überlebende, nicht Überlebende, ehemals Überlebende, also Zombies hier reinquetscht. Nee, jetzt habe ich mich verlaufen. Moment. Nochmal zurück. Bitte nochmal zurück. So, scrollen, scrollen. Gehen wir das hier ein bisschen durch. Na, durchdrehen! Hier noch einen Raum, den ich mir jetzt selber versperre. Sehr schön. Wenn ich was kann, dann sowas. Oh, drei Spinte. Nice. Und alle leer? Och, komm schon, ey. Was soll ein Zombie mit einem Sniper-Gewehr machen oder mit einem Revolver? Hättet ihr die nicht liegen lassen können? Oh Gott, wie kriege ich die jetzt hier rausgeschoben? Drei weitere Spinde, das ist natürlich richtig wertvoll. Da freue ich mich drüber. Das kriegen wir hin.
muss nur langsam auf die Uhrzeit achten, weil es wird bald dunkel. Also, draußen. So. Wir haben bereits 18.30 Uhr. Ja, es wird ein bisschen knapperisch. Und wir haben hier noch keine Tür, wo wir uns drinnen verschanzen können. Oder ich muss versuchen, mich da oben auf den Schrank zu legen oder so, keine Ahnung. So. Stellen wir das hier schon mal hin. Müssen wir noch ein bisschen umräumen. Wird ein bisschen knapp vielleicht jetzt hinten auf der Verladefläche, aber zur Not muss ich halt eine Holzkiste oder so hier lassen. Dann stelle ich mir die auf die Straße und hole die später wieder ab. Die sind ja auch sehr praktisch eigentlich, so als Munitionskisten im Allgemeinen. Könnte man zur Not auch so machen, dass man pro Holzkiste vielleicht eine Munitionsart immer speichert. Obwohl ich nicht glaube, dass wir wirklich so viel bekommen werden mit der Zeit. Obwohl ich das nicht garantieren kann. Also ich weiß ja noch nicht... Jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich weiß ja noch nicht, wie viel Loot hier überall noch verteilt rumliegt. Warum wird mir immer noch angezeigt, dass ich eine Verletzung hätte? Oder ist das, weil wir halt wortwörtlich aufs Maul bekommen haben? Dass es halt immer noch wehtut. Oh, nein. Mann. Es gibt halt so Menschen, die gewisse Sachen erst ein bisschen später kapieren. Wenn es jetzt hier gleich klingelt, dann flippe ich aus. Die Leute wissen doch, dass ich viel am Aufnehmen bin. Man kann doch schreiben und ich antworte dann, wenn ich Zeit habe. Oder nicht? So, wo ist das Militärköfferchen? Müssen wir noch ein bisschen umräumen, aber ich glaube, das wird dann schon wieder außerhalb der Folge etwas. Ich werde aber vorher noch oben auf dem Wasserturm gucken, ob wir da noch etwas Schönes finden, weil ich nicht mehr weiß, ob wir da schon drauf waren. So. Nee, so wird das nichts. Muss ich von der Seite machen. Bisschen eng hier unten. Lag hier eigentlich noch was? Nee. So. Aber wie abgemessen, oder? Ich frage mich auch, wie lange Rati für sowas gebraucht hat eigentlich. Ob er schon beim Programmieren, also beim Erstellen dieses Hauses wusste, okay, ich muss den Platz mindestens so und so breit machen, damit man den Militärkoffer, den ich da unten noch platziere, wenigstens da durchbekommt. Und man hätte ihn ja auch quer nehmen können. So, und? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist natürlich sehr schade. Und da fällt mir aber auch mal postwendend ein, dass wir uns hier einfach aufs Ohr legen könnten. Ich muss vorher mal was essen. Nee, wartet mal, dann nehme ich mal lieber Beef Can. Immerhin haben wir ja noch Getränke dabei. Weil die eingelegten Früchte finde ich dann aufgrund des Flüssigkeitsgehaltes doch ein bisschen zu wertvoll. Genau, nehmen wir hier Beef Can. Hatte ich hier noch irgendwo nur Soda? Ja, aber die vergammeln mir sonst zu schnell. Kann natürlich auch sein, dass ich daher die Lebensmittelvergiftung jetzt eigentlich bekomme. Ich glaube am gestrigen Tage, oder in der letzten Folge, sagen wir es eher so, ich glaube mich erinnern zu können, dass wir da auch so eine Soda getrunken haben, die nicht mehr ganz so toll war. Ist da was? Eigentlich können wir hier gleich mal ein bisschen umsortieren, wenn ich schon mal hier drin bin. So. Quatsch, andersrum. Hier. Aber ich würde sagen, es hat sich definitiv von der Nahrung her gelohnt. Mal schön viel rausbekommen hier bisher. Und es war auch mal irgendwie witzig, fand ich, das so zu sehen. Das mit den vielen Zombies. Aber gut, jetzt gehe ich erstmal da hoch. Oder reicht die Zeit noch? Komm, die Zeit reicht noch hier. Andererseits... Ich sollte auf jeden Fall demnächst mal zur Mine uns High-Quality Iron holen, damit wir uns den Vorschlaghammer bauen können, weil der ist ja viel, viel effektiver gewesen als der Hammer. So, ich denke aber, dass wir jetzt speichern können. Jetzt haben wir ja drin alles rausgeholt. Auch wenn das wieder bedeutet, dass jetzt beim nächsten Mal die Zombies wieder da sind, ist mir jetzt aber Wumpe. Jetzt haben wir sie ja erledigt und jetzt haben wir die Sachen rausgeholt. Ja, natürlich haben wir jetzt die Lebensmittelvergiftung. Natürlich ist es jetzt auch noch nachts und ich kann jetzt nicht einfach mal kurz runtergehen. Oder vielleicht doch. Gucken wir mal. Und nachts um eins erstmal vom Turm runterklettern, weil man mal hinterm Busch verschwinden muss und sich dann eine Pille hinterziehen muss. Danach.
Gibt's hier eigentlich kein Klopapier in dem Spiel? Alter, schreck mich doch nicht so! Misty, hab ich mich erschrocken! Alter! Oh nein! Die zerlegen die Körper jetzt, oder? Geh weg! Au! Au! Oh, was habe ich da jetzt erzählt? Die sind selber alt, ne? Aua! Tut mir weh! Ich glaube, das ist nichts, Leute. Ich glaube, ich muss nochmal laden. Ach, der ist schon tot. Wie lange hält meine Axt noch durch? Kann ich hier nicht einfach mal... Ich mache euch mal Lichter, damit ihr seht, was ich mache. Das sind ein bisschen viele hier, ne? Schaut mal, ich muss mich nicht so oft treffen hier. Sag mal, was hab ich denn für eine Reichweite mit der Axt, Alter? Warum sind das so krass viele? Die haben mir die Karre zerlegt. Nee, Leute, das sehe ich nicht ein. Nee. Das sehe ich nicht ein. Da lade ich lieber neu, dann sind wir oben auf dem Turm. Ich glaube, ich habe da gespeichert und dann penne ich halt die Nacht durch. Dann ist es halt so. Ja, die zerlegen die mir einfach die Karre. Ich glaube, ich spinne doch wohl. Was hat die meine Karre getan? Also, die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, da mache ich jetzt an dieser Stelle Cut für heute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sehen wir uns morgen wieder, wenn es euch gefallen hat, auch oben auf dem Turm. Dann werden wir uns erstmal eine Pille hinterschmeißen und werden wir noch weiter looten. Es wird jetzt eine große Loot-Tour. Wir haben ja auch noch viel Platz, vor allem jetzt durch die drei weiteren Spinte und den weiteren Militärkoffer. Da freue ich mich richtig drüber. Ich hoffe nur echt, dass wir irgendwie noch eine Knarre finden, die wir vorher noch nicht hatten. Der Revolver und die Sniper fehlen uns noch. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte mal ein Däumchen da oder auch ein Abo da, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!